Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Markus Peters, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin mit dem Schwerpunkt ganzheitliche Herzheilkunde. Heute geht es mal wieder um ein ganz spannendes, um ein seltenes Thema, um ein Thema, das in der Gegenwart sehr vernachlässigt wird. Dieser Meinung ist mein Gast heute Abend, Celine von Knobelsdorf und ich. Wir wollen nämlich sprechen über das Thema Sprache. Ja, die Sprache findet ja gerade eine unglaubliche Verflachung statt. Es werden sprachlich Begriffe rausgehauen, egal in welche Richtung. Und die Frage ist die, stehen wir da wirklich als Mensch ganz dahinter? Und Celine von Knobelsdorf ist eine Frau, die sich intensiv mit dem Thema Sprache beschäftigt hat und beschäftigt und der genau das ein Herzensanliegen ist, im wahrsten Sinne des Wortes ein Herzensanliegen ist, das Thema Sprache wieder innerlich mit erlebtem Gefühl und nicht nur als Information digital, sondern mit erlebtem Gefühl sozusagen aufzusättigen und aufzuwerten im Sinne dessen, was gute, auch vorgelebte deutsche Kultur ist. Also auch im Sinne, also wir haben uns ausgetauscht auch über die großen Dichter, sei es von vor ein paar hundert Jahren oder aus dem 20. Jahrhundert. Also gerade die deutsche Sprache hat ja auch so unglaublich viele differenzierte Möglichkeiten, etwas auszudrücken, ist nochmal ganz anders als in vielen anderen Sprachen. Ich zum Beispiel habe ein Faible für die skandinavischen Sprachen, also nicht für Isländisch oder Finnisch, aber für Dänisch, Schwedisch und Norwegisch oder auch im Englischen. Dort ist der Wortschatz für viele Bereiche sehr viel reduzierter. Und da haben wir im Deutschen eine unglaubliche Vielfalt, die es eigentlich ermöglichen könnte, sehr viel intensiver es wirklich innerlich auch mit innerer Seelenwärme, so will ich es mal formulieren, auszufüllen. Und darüber wollen wir heute Abend sprechen. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, vielen herzlichen Dank für die wunderbare Einleitung. Mein Name hast du erwähnt, Celine von Knobelsdorf. Ich bin freie Autorin mehrerer Bücher, auch als Ghostwriterin für gesundheitliche Bücher unterwegs. Und zugleich ist meine weitere Berufung psychologische Beraterin. Nun mag man sich fragen, wie hängt das beides zusammen oder wo ist da die Brücke? Und tatsächlich haben sich diese beiden Bereiche immer wie so eine liegende Acht miteinander befruchtet. Denn ich bin immer gerne andere Wege gegangen. Ich habe bestimmte Leitfäden gerne angenommen, bin dann aber sehr durch meine eigene Erfahrungswelt gewandert. Und das betrifft sowohl das Schreiben als auch die beratende Tätigkeit und habe festgestellt, dass man gerade im Coaching oder in der psychologischen Beratung, der Begleitung von Menschen, man kann sich da wirklich die Zunge fusselig babbeln. Ne? Die Menschen kommen in der Tat mit Anliegen, die zunächst mal formaler Natur zu sein scheinen. Also da geht es um berufliche Anliegen und dann meint man, na gut, das sind also eher so Sachthemen. Da kommen wir ganz schnell drauf, dass die ganze Persönlichkeit davon betroffen ist, von dem Thema. Viele haben zu kämpfen mit einer Auszeit, weil der Beruf zu stressig war. Entweder hatten sie tatsächlich Herzprobleme. Hatte ich sogar jemanden, ja, gar nicht mal so alt. Oder sie haben vielleicht sogar schon eine Depression oder ein Burnout hinter sich. Und sie suchen einfach nur eine neue Arbeit oder eine neue berufliche Orientierung. Und da können wir natürlich ewig drüber reden. Und meine Erfahrung war, dass die Art und Weise, wie Menschen darüber berichten, ich habe ihnen aufmerksam zu, nicht nur gehört, sondern gelauscht. Ich habe also alles aufgemacht und habe gefühlt, wie das auf mich wirkt, wie sie über sich reden, über die Arbeit, wie es ihnen gegangen ist, auch über ihre Wünsche und Träume. Ich habe gesehen, wo ihr ganzes Gesicht aufblüht. Ich habe gesehen, wo sie
die Zähne zusammenbeißen oder wo sie vielleicht noch wo richtig ein Groll kommt oder eine Verzweiflung oder eine starke Abwehr. Und das hat mich dazu gebracht, bestimmte Werkzeuge so lange zu beobachten in ihrer Wirksamkeit, dass ich gemerkt habe, wow, Sprache ist sehr, sehr viel mehr als der Austausch von Informationen. Erreichen mich Erlebniswelten, die der andere mir mitteilt, die ihm vielleicht so gar nicht bewusst sind. Und ich habe ihm das Angebot gemacht, darüber zu reflektieren. Und dann waren sie ganz erstaunt. Das ist so ein bisschen so wie dieses Bild, was vielleicht sehr viele kennen, von der Eisbergspitze und dem, was unter der Wasseroberfläche liegt. Der Eisbergspitze sind diese Informationen, die so fröhlich vor sich hin plätschern. Und das, was mich aber erreicht, war das, was unter der Oberfläche ist. Und das habe ich als Angebot unterbreitet und gesagt, schau mal, was mich da alles noch angeweht hat. Stimmt das? Fühlst du das? Dann sind wir drauf gekommen, dass Sprache sehr viel mit Gefühlen zu tun hat. Dass überhaupt die meisten Anliegen der Menschen, egal wo wir sie hin, vielleicht reduzieren möchten, ja, das ist ja nur die Arbeit oder das hat ja nur was damit zu tun oder das ist so ganz schnell irgendwie erledigt, geklärt. Und selbst bei Bewerbungsanschreiben, wenn ich dann sehe, dass schon die Augen gerollt werden, oh, na ja, jetzt muss ich das noch machen, ne, merke ich schon, da ist was, was nicht zur Sprache kommen möchte. Und so ein Bewerbungsanschreiben ist dann ganz schnell zu einer großen, gar nicht mal zu einer Odyssee, sondern zu einer Reise geworden, sich selbst zu entdecken. Und diese Befreiung, eine Sprache für sich zu finden, Freude zu haben, sich auszudrücken, sich zu zeigen, nicht sich im Sinne anzupreisen oder sich gar zu rechtfertigen oder den anderen unbedingt für sich gewinnen zu wollen. Also, und das so mit Tricksen und mit, ne, diesem ganzen Manipulativen, was der ein oder andere ja sich vielleicht schon angelesen hat, sondern das alles beiseite zu lassen und ganz wieder zu sich selber zurückzufinden, sich ganz klar zu machen, wo die Stärken und die Schwächen sind, die man erfühlen kann, die man wahrnehmen kann und dafür die richtigen Worte zu finden. Und die gibt es in jedem Menschen. Und die gibt es vor allen Dingen gerade in der deutschen Sprache, die, wie du zu Recht sagtest, einen unglaublichen Reichtum uns anbietet, da wieder zurückzufinden. Es ist also nichts Neues, sondern es ist die Rückbesinnung auf ein Kulturgut, was in der schnelllebigen Zeit und auch durch viele Versuchungen in Vergessenheit geraten ist. Und jetzt vielleicht eine ganz besondere Stelle wieder einnehmen darf, nämlich uns zu verhelfen, wieder in ein Erlebnis unseres Selbstausdrucks zu kommen, wirklich zu fühlen, was ich denn sagen möchte. Was möchte ich denn von mir mitteilen? Das alleine ist schon ein tolles Wort. Ja. Ich habe ein Selbsterlebnis, ich fühle in mich hinein und stelle fest, dem anderen möchte ich genau das von mir mitteilen. Ich habe etwas in mir wahrgenommen und möchte es mit dir, Markus, teilen. Und dann schaue ich, was passiert. Und wenn das getragen ist von einem Gefühl der tiefen Freude oder vielleicht auch des Stolzes, ja, weil man was erreicht hat oder weil man auf Kompetenzen schaut und man sagt, boah, da habe ich so geackert für, da weiß, ja, das, oh, das, da komme ich in eine Begeisterung und da leuchten die Augen und dann macht es mir eine solche Freude, das dir mitzuteilen. Es ist so ein besonders spezieller Bereich meiner Arbeit, wo ich das erfahren habe und zugleich mit dem Schwerpunkt des Schreibens selber festgestellt, dass Menschen Dinge schreiben und ich das hinterfragt habe, was möchtest du damit ausdrücken? So, ist es das? Oh nee, wie kommt denn das rüber? Dann werden also ganz schnell liest man da die Informationen. Und weil man in sich sozusagen auch diesen Kontakt gar nicht mehr pflegt, Sprache, Mitteilungen auch zu erfüllen, was denn da zwischen den Zeilen steht, nicht zu mutmaßen und nicht rein zu interpretieren, sondern es auf sich wirken zu lassen, in Kenntnis dessen, was auch vielleicht die eigenen, ja, die wunden Punkte triggert, ne? Oh, könnte das so oder so sein, sondern sich
dadurch auch eine Brücke des Verständnisses aufzubauen. Wow, mittlerweile habe ich mir vielleicht eine gute Karriereposition aufgebaut. Ich fühle mich sicher, aber es gibt Bereiche, da wird es mir auf einmal total heiß und kalt, wenn ich das lese. Und da gehe ich aber ganz schnell drüber, weil, ja, die Information ist ja als solches nicht dramatisch. Und dann wird das ganz schnell vom Tisch gewischt und man reagiert in einer Art und Weise darauf und behält den Rest für sich. Tatsächlich wird die Antwort aber so ausfallen, dass das, was man unterdrückt hat, auch zwischen den Zeilen steht. Das habe ich immer wieder herausgefunden in den vielen Gesprächen. Also sowohl, ob ich jetzt in der beratenden Tätigkeit bin oder ob ich mich auf Texte ausrichte, beides befruchtet sich miteinander, weil im Schreiben selber liegt ganz viel Verbindung zu der Innenwelt. Und wenn ich mir die immer wieder heranhole, kann ich ganz sicher davon ausgehen, wenn ich den Mund öffne und das ausspreche, was mir wirklich gerade ins Gemüt und auch in den Sinn kommt, Gefühle und Gedanken, dann habe ich das Bestmögliche getan, um mich eindeutig für den anderen ebenso eindeutig auszudrücken. Und mit ihm ins Gespräch zu kommen. Also es ist ein ganz, ganz wertvolles Werkzeug, nicht nur ein wertvolles Kulturgut, kann man sich jetzt über die gesellschaftliche Entwicklung natürlich austauschen, sondern es ist für mich ein ganz wichtiges Werkzeug geworden. Ich habe das noch weiter, ich das sage jetzt mal bewusst spezifiziert, in die Sprache des inneren Heilers hineingeführt, wo wir noch reduzierter an Worten sind und noch mehr in die gefühlte Wahrnehmung meines Inneren komme. Ich lasse mein Inneres sprechen und ich kann es verstehen, aber nicht mit dem Kopf, sondern mit anderen Ressourcen, die da wieder lebendig werden und die ich dann im Gebrauch meines Alltags wunderbar einsetzen kann, um sehr viel klarer und sehr viel authentischer und ruhiger, besonnener zu agieren. Hier ist gerade was klar geworden an deiner Schilderung. Und zwar, ich will das mal versuchen, möglichst knapp zusammenzufassen, weil es ein etwas komplexerer Gedanke ist. Die Sprache hat sich ja, also wenn ich was Falsches sage, korrigiere mich bitte. Die Sprache hat sich ja entwickelt aus der Bildersprache heraus, beispielsweise Hieroglyphen in Ägypten und so weiter. Und dann irgendwann begann ja, was meines Wissens nach gar nicht genau datierbar ist, in der hebräischen Kulturzeit im Altgriechenland die Einführung der Buchstaben und damit ja die Fähigkeit der Abstraktion der Sprache. Und dieser Weg ist sozusagen immer weitergegangen und heute stehen wir an der Digitalisierung. Das heißt, jetzt wird Sprache auf Einsen und Nullen reduziert. Natürlich kodiert das sozusagen einzelne Buchstaben, aber diese Digitalisierung führt doch dazu, dass wir sozusagen maximal weit weg sind von diesen Bilderwelten. Auf der anderen Seite werden wir gerade überschwemmt von Bildern. Ja, also brauchen nur YouTube anzumachen und haben ein riesen Angebot und so weiter, ja, an Bildern und Filmen. Und du hast eben den inneren Heiler angesprochen. Was mir da immer ganz wichtig ist dabei, ist folgender Punkt. Wie spreche ich über mich selber? Ich erinnere mich gerade an eine Patientin, die über ihr Herz sagte, ach, da bin ich aber froh, dass es meiner Pumpe besser geht. Und dann legte ich meine Hand auf ihren Arm, es war während der Echokardiografie, und hab ihr tief in die Augen geschaut, habe den Schallkopf weggetan. Und habe zu ihr gesagt, liebevoll, aber auch streng, sprechen Sie bitte nicht so von Ihrem Herzen. Ja, weil der Körper ist gemäß Novalis ein Tempel der Götter. Ja. Und jetzt gerade die Frage, mit welchen inneren Bildern gehe ich um?
jetzt auch im Sinne der Heilung, hat ja ein riesiges Potenzial. Also wir nennen das Visualisierung beispielsweise, ja, oder arbeiten mit imaginativen Bildern und so weiter. Das sind ja alles ja sozusagen Bilder, die ja gewissermaßen noch häufiger auch im vorsprachlichen Raum sind. Und dass es im Grunde auch darum geht, diese Bandbreite von Sprache, also Digitalisierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite Sprache im vorsprachlichen Raum, also Bilder im vorsprachlichen Raum oder Einsichten, Erkenntnisse, will ich das mal sagen, die ich mehr fühle, die ich gar nicht verabstrahieren kann, ja, dass das sozusagen das gesamte Tableau ist. Weiß nicht, ob das jetzt deutlich geworden ist, was mir gerade so klar wurde, ja. Tatsächlich ist es ja so, dass uns der Gebrauch der Technologie, aber auch nicht nur das, sondern die Verlagerung unserer Selbstwahrnehmung auf das vermehrt rationale, mechanistische, diese Traditionen sind ja schon länger angelegt. Und haben ja dazu geführt, dass vieles kategorisiert ist, wo Gefühle hingehören, wo das Denken hingehört. Und naja, sind wir uns mal ehrlich, ne? The winner is Logik, Verstand und so weiter. So, und darauf aufsattelnd haben wir natürlich alles, was beweisbar, empirisch, wissenschaftlich, beweisbar ist, gefördert. Und ich habe mir gerade letztens wieder einen interessanten Film angeschaut, der ist nahezu 100 Jahre alt. Die Solvay-Konferenz, wo die führenden Physiker der damaligen Zeit zusammengekommen sind und haben sich die Frage gestellt, welchen Einfluss denn der Geist auf wissenschaftliche Experimente hat. Und sie waren sich mehrheitlich einig, ja, es gibt einen Einfluss. Und wir sind, wie du schon sagst, in der Abstraktion der Sprache immer etwas gehemmt. Wie nennen wir das denn, was Einfluss nimmt? Ich bleibe jetzt mal bei dem einfachen Doppelgespann Gefühle und Verstand. Wir haben uns sehr daran gewöhnt und auch unser Gehirn, unser neuronales Netzwerk dahingehend trainiert, die Dinge aus einer bestimmten Autobahn heraus zu interpretieren und auch wahrzunehmen. Und bei dem Wort Wahrnehmung steckt ja das Wort Wahrheit dahinter. Das heißt, wir haben die Sprache dem Gebrauch angepasst. Das ist jetzt das Problem. Wenn wir nämlich jetzt von Wissen reden, dann könnte man jetzt sagen, naja gut, das ist das Wissen, was man hier lesen kann. Nicht? Es gibt aber auch dieses Wissen, hast du bestimmt schon erlebt, wenn Menschen so, die fassen sich genau dahin, ne? Ich weiß das. Und dann möchten sie sagen, ich spüre das. Ja nun. Du siehst, wir haben ein Problem mit der Sprache. Die meisten Probleme, das wirst du sicherlich auf deine Weise auch bestätigen können, liegen im emotionalen Bereich. Wen wundert's? Und wir können mit dem, wie wir uns gewohnt sind zu erleben, im Rationalen, diese Probleme nicht lösen, weil der Verstand seinen ganz eigenen Bereich hat, seine Berechtigung, wo er sein darf, wo er seine Aufgaben zu erfüllen hat. Und die Sprache der Emotionen ist, der ist Bereiche zugeordnet worden des Musischen, des Romantisierenden, vielleicht sogar des Weiblichen, des Weichen. Also das ist so, es ist Schönes zu haben. Insgeheim sucht sie auch jeder und will es jeder mehr haben, als er eigentlich zugibt. Aber so für die, ja, für die großen Dinge der Welt, ne, braucht man es nicht wirklich. Da springen da ganz viele Widersprüche einem ins Gesicht, ne? Weil die Werbung, alle Dinge, die uns entgegengereicht werden von der Welt, arbeiten mit der Kraft der Worte über die Emotionen. Ja? Es soll Begeisterung ausgelöst werden, wenn indem uns Produkte angeboten werden. Es soll uns ein Gefühl von verkauft werden, von mehr Sauberkeit, von mehr Gesundheit, von was auch immer, ne? Einem besseren Standing in der Gesellschaft, von Reichtum. Das arbeitet alles mit Gefühlen. Und das in der Gesellschaft, die Gefühle
ganz gerne unter den Teppich kehrt, ne? Ihn eigentlich zweitrangig etwas zuordnen. Das heißt, da habe ich mich gar nicht mehr drum gekümmert. Also ich habe gar keinen Umgang mehr mit meinen eigenen Gefühlen, außer mit denen, die mir von außen her zugeführt werden und auf die ich dann maximal reagiere. Aber wie agiere ich denn? Wie bin ich mir denn meiner Gefühle bewusst? Wir reden immer von Bewusstsein. Ja, ich bin selbstbewusst. Auch das ist ein Begriff, den ich gerne ein bisschen auseinandernehme. Bin ich mir wirklich meiner selbst bewusst? Oder habe ich eine starke Überzeugung über einen bestimmten Teil meines Könnens? Wenn ich meiner wirklich in meinem Sinne verstanden selbstbewusst bin, dann schaue ich auf beides drauf. Dann kenne ich meinen emotionalen Status, um es mal jetzt modern auszudrücken, und dann kenne ich meine Gedankenwelt. Und da wird es haprig. Und viele Menschen Das sind ist in ja der im Grunde, Verantwortung. das ist ja im Entschuldigung. Grunde dann dieser ganze Prozess, erkenne dich selbst. Ja, und fühlenderweise auch. Also die Erkenntnis eben, Ja, dann würden wir klar. ja heute schon ganz schnell wieder davon ausgehen, ja, nur gut, also so, wenn ich nur lang genug über mich nachdenke, dann habe ich es verstanden. Für mich ist in der Erkenntnis Ja. immer wieder, also wir gebrauchen die Worte eben in diesem bereits reduzierten Verständnis, weil wir unser Gehirn und unser ganzes Sein dahingehend schon verändert haben. Gott sei Dank ist ja unser Gehirn neuroplastisch. Das heißt, wir können da wieder neue Erlebniszentren lebendig werden lassen. Ja? Gerhard Hüther hat da ja wunderbare Vorträge auch, uns zu zeigen, wie das ist, wenn wir, ich sag mal, mit sehr viel mehr Gelassenheit und Ruhe und einem großen Wahrnehmungsradius in die Welt blicken, was dann in unserem Gehirn abgeht, im Vergleich dazu, wenn wir extrem konzentriert und fokussiert sind. Ja? Und da im Prinzip sattelt das auch darauf auf. Das heißt, wenn ich in einem Gespräch feststelle, ich komme mit der Sprache, mit dem analytischen Ergründen der Problematik an eine Grenze, was mache ich denn dann? Ich kann die Gefühle, dem Menschen ist bewusst, da ist was unten drunter, ich komme aber nicht ran, weil der will ja vielleicht auch nicht. Ich gebe ein einfaches Beispiel einer jungen Dame, die mir ganz chronologisch aufgezeigt hat, wie ihr Werdegang war. Es gab einen Klinikaufenthalt mit Burnout und auch der Behandlung einer Depression. So, und nun wollte sie wieder starten. Hat sich entschuldigt, sagt, bitte verzeihen Sie, ich bin immer nah am Wasser gebaut. Ich weine. So, alles passt. Schauen wir uns alles an. Alles hat jetzt seine Berechtigung. Und sie merkte relativ schnell, dass sie das immer wieder reinkrätscht, ne? Dass sie das Gefühl hat, sie entgleist sich. Und sie hatte Angst davor, weil sie im Gespräch natürlich wollte, dass wir zu einem guten Ziel kommen und dass sie selber auch das Gefühl hat, sie hat ihr Leben wieder im Griff und sie kann freudvoll wieder in einen beruflichen Alltag starten. Und dann habe ich ihr eine spezielle Einheit angeboten. Ja, ich nenne das Ganze Seelenreise, um dem halt mal einen Namen zu geben. Wissen Sie was? Jetzt verlassen wir mal diesen analytischen Bereich. Schauen wir einfach mal, was sich aus Ihrem Inneren zeigt. Was möchte denn da zur Sprache kommen? Wofür Sie aber keine Worte finden, weil Ihnen da Ihre Gefühle der Angst, des Widerstandes, der Hemmungen, der was auch immer im Weg stehen. Ja? Und Folgendes ist passiert. Ich gebe da keine Bilder vor, sondern möchte mal sagen, es entsteht wie eine Art morphogenetisches Feld, was aber Informationen für sie bereithält. Und es wird nichts vorgegeben, sondern es ist ein vertrauensvoller Raum, in dem sie empfänglich wird, Dinge wahrzunehmen. Und dann zeigen sich Bilder. Und es hat sich eine Landschaft gezeigt. Manchmal sind es annähernd bekannte Landschaften, manchmal sind es einfach nur Gegenden, die mit einem Wohlgefühl verbunden sind. Und in dieser Landschaft, in dieser Gebirgslandschaft, war unten im Tal ein schwarzer Nebel. Du wirst vielleicht ahnen, was dieser schwarze Nebel für eine Bedeutung hat bei einem Menschen, der mit Depression und Burnout zu kämpfen hat. Ja, für alle, die das vielleicht nicht wissen, für mich war das völlig klar. Da ist diese Dunkelheit geparkt, ja? Das Depressive, das Dunkle. Und sie sagte von vornherein, da gehe ich aber nicht hin. War das Signal, also ich will nicht wieder zurück da. Ich will mich auch nicht auseinandersetzen jetzt damit.
darf alles sein, so ist völlig in Ordnung. Ich habe das Bild arbeiten lassen, wirken lassen, sprechen lassen. Und was ist passiert? Ich kürze das Ganze ab. Es ist so gekommen, dass aus diesem Nebel heraus, sie hat sich dem tatsächlich irgendwann etwas interessierter zugewandt und daraus entstand eine Figur. Diese Figur war eine alte Frau. Und diese alte Frau wohnte in einem alten Häuschen. Und sie saß mit dieser alten Frau auf der Bank und hat zunächst einmal sich wahrnehmen können, dass sie das, was sie zunächst als ein was ganz Abschreckendes, wo sie nie mehr hin wollte, dass sie das wunderbar annehmen konnte, dass das etwas ganz anderes aus ihrer Innenwelt ist, als das, was ihr Verstand bislang dazu gesagt hat. Also von außen betrachtet, ja, war es, oh Gott, ich bin krank, das darf nicht wieder passieren, das muss ich irgendwie im Griff behalten, weil sonst kann ich mein Leben nicht meistern. Und ihr Inneres hat gesagt, doch, doch, du kannst es sogar nutzen. Hör nur mal zu. Und nach dieser Reise, als wir wieder in den nächsten Sitzungen waren, haben wir darüber gesprochen. Und dann teilte sie mir mit, dass durch dieses innere Bild ein anderes Bild aus ihrer tatsächlichen realen Erlebniswelt wiedergekommen ist. Nämlich als Kind gab es in ihrer Heimat tatsächlich so eine ältere Frau, wie so eine Art, ja, so Kräuterhexe. Man war sich nicht so ganz sicher, ob das eine mysteriöse Person ist oder ob die wirklich ja, ganz viel Wissen hatte. Auf jeden Fall hatte sie sich so ein bisschen abgesondert. Und sie als Kind hat sich sehr dafür interessiert und hat das als sehr weise Frau empfunden. Die hatte selten Angst, aber war natürlich nicht in der Lage, jetzt große Gespräche mit dieser Frau zu führen. Aber was ihr zusätzlich noch in Erinnerung gekommen ist, was danach für ihre beruflichen Entscheidungen eine deutliche Wende genommen hat, gesagt, mein Gott, die hatte so einen tollen Kräutergarten. Und jetzt fällt mir ein, dass die Kräuter schon immer etwas ganz, ganz Wesentliches in meinem Leben waren. Und vielleicht könnte das ja ein neuer Bereich sein, der mich zutiefst erfüllt, indem ich meine bisherigen Expertisen einbringen kann als eine ganz neue Branche, die sich mir erschließt. Wenn man das jetzt mal sieht als gesamten Bogen, muss ich sagen, ist das sehr erfüllend. Für Sie, denn immer mal wieder haben wir in den folgenden Gesprächen diese alte weise Frau mit an den Tisch geholt, wenn Dinge ins Stocken gerieten, haben wir gesagt, jetzt fragen wir sie mal, was würde sie denn dazu sagen? Und dann ist es wieder in Fluss gekommen. Also alles, was unterdrückt war, wo Ängste waren, wo Traurigkeiten waren, wir fanden auch raus, dass da unterdrückte Lebensfreude ist. Ja? Sie war gerne halt draußen auf der Wiese in der Natur und das war ihr Halt, ihr Trost und sie hat das nie von der Bedeutung so ernst genommen, ihr Inneres das angeboten hat in Verbindung mit der Traurigkeit, die sie dann, ja, ich sag mal, klinisch hat behandeln lassen. Und das ist eine von vielen Geschichten. Daher weiß ich, dass der Umgang mit der Sprache, das ist jetzt eine sehr tiefe Erfahrung, große Auswirkungen darauf hat, wie wir unser Leben im Außen vollenden können, zufrieden sein können. Auch in eine Heilung kommen. Heil sein heißt ja auch ganz sein. Ja. Und in Bewegung. Ein Verständnis für Ereignisse in der Umgebung haben, die sich dem Rationalen entziehen. Wogegen vielleicht sogar das Rationale schießt, vorschnell das Schubladen aufmacht, sagt, halt, stopp, es geht gar nicht. Und durch diese Verbindung mit dem eigenen Inneren können wir im Moment Dinge aushalten und sagen, die eine Seite sagt so, die andere sagt so. Jetzt warte ich mal einen Moment ab. Ich lasse das mal auf mich wirken. Ich gebe mir die Zeit, alles wahrzunehmen und dann eine Entscheidung zu fällen. Dann habe ich nämlich eine Wahl. Dann komme ich aus dem Reaktionsmuster raus in das Wählen, in das Aktion, ja, die eine Aktion. Und ja, das ist also sehr ein großes Werkzeug von Sprache. Es gibt noch viele kleine Werkzeuge, die ich immer ganz gerne anbiete. Wie zum Beispiel so langsam zu sprechen, dass man sich beim Sprechen selber zuhören kann.
viele, ich habe heute gerade jemandem wieder gesagt, oh, Meditation gehörte viel mehr in unseren Lebensalltag eingebunden. Wir müssten viel mehr in die Stille gehen. Recht hat sie. Können wir auch in die Sprache, in unseren Sprachduktus einbauen, ja? Wenn wir langsam und achtsam sprechen, gibt es auch Raum für die Stille. Dann kommen wir nämlich ins Fühlen. Und ganz viele Leute verunsichert das. Oh Gott, da könnte ja was wahrgenommen werden, was ich über viel Geblubbere gerne kaschieren würde. Deshalb gibt es so viele Füllwörter. Ja? Quasi, in der Tat, normalerweise, üblich, auch, ach, wie, Eigentlich. wie, M. Ja. Was ich ja bei Sprache auch immer so spannend finde, ist nochmal ein Punkt, der sozusagen völlig unabhängig ist von der linguistischen Sprache. Das ist die Fähigkeit oder die Fähigkeit zu üben, an der Sprache bereits zu hören, wie es jemandem geht. Ja, also wie gut jemand inkarniert ist. Ja, das finde ich immer ganz, also das mache ich sehr gerne, wenn ich einen Patienten aus dem Wartezimmer abhole und dann, also ihn natürlich wahrnehmen, auch versuchen, auch im Feinstofflichen wahrzunehmen, aber eben auch, wenn er dann guten Tag sagt oder Moin. Und dann zu hören, so wie ist die Tonlage, und dann daraus im Grunde schon ein Plateau zu haben, okay, was wird heute Thema sein? Gerade bei jemandem, der vielleicht jetzt mehrere Monate nicht da war, ja. Auch Ja, das beinhaltet Sprache. unbedingt. Unbedingt. Sprache erleben. Sprache als Ausdruck unserer Lebendigkeit. Und ich möchte mal sagen, dass das digitale Zeitalter eine hervorragende Möglichkeit ist, sich dieser Bedeutung wieder bewusst zu werden. Unsere Sprache ist ein natürliches Wunderwerk. Und dass wir unserer Lebendigkeit immer wieder einen Abgleich vornehmen können. Wir müssen keine Angst haben vor der Technologie. Denn wir haben das beste Werkzeug, das kann uns niemand wegnehmen, mit unserer Sprache auf Tuchfühlung zu sein. Und ich hatte letztens das Gespräch, da ging es eben um das Wissen. Genau. Und er sagt, ja, wissen Sie, es gibt den Unterschied. Wenn ich einen Text lese und erfahre bestimmte Fakten daraus. Und dann kann ich da etwas mitnehmen, Informationen mitnehmen. Und dann gibt es Inhalte, die berühren mich. Denn da habe ich was gelesen, was ich, es war auch eine Dame, die ich begleiten darf. Und sie sagt, ja, ich habe mich bei einem Buch den ganzen Sonntag im Bett wiedergefunden und das ist mir seit Jahren nicht mehr passiert. Ich habe das durchgelesen. Und dann sagst du, ja, wissen Sie, im Grunde genommen stand da ja nichts Neues drin. Dann haben wir aber herausgefunden, dass das, was sie da gelesen hat, sie so berührt hat, dass sie dranbleiben musste. Das hat sich so leicht gelesen wie ein Roman, obwohl da viele ja auch Sachinformationen drin waren. Ja? Da ging es auch um die Kohärenz und um die Medizin der Emotionen und so weiter. Aber das hat so gefesselt und ich denke eben, deshalb sprachst du von auch von den großen Dichtern und Denkern und der Lyrik. Diese Menschen haben aus ihrem ganzen Sein herausgeschrieben und nicht, weil sie Masse statt Klasse verbreiten wollten und ja, geblubbert haben. Oder am Ende gar Texte von KI. Komischerweise bislang merke ich den Unterschied. Und ich glaube tatsächlich, und da hat mir auch schon jemand, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich das auch war, also gehört oder gesehen habe, sagte, ich habe da gar keine Bedenken, denn wenn wir unsere Sinne, wenn wir gut mit unserem Kontakt sind und Ich auch unsere so. Sinne lebendig halten, da war das in unserem Vorgespräch, warst du das sogar, oder du bist auch einer, der das vertritt jetzt, ja, dann spüren wir das. Wir spüren das.
weil wir die Lebendigkeit und Nichtlebendigkeit spüren. Da bin ich da ganz ruhig. Also, und das, man kriegt ja da ständig irgendwelche Angebote unterbreitet, ne? Also, tja, ich muss da lachen, weil ich mir denke, sag mal, wer ist denn so bescheuert, um mal dieses tolle Wort zu nehmen, ne? Wer lässt sich da so viel Sand in die Augen streuen, das irgendwie ernst zu nehmen? Also, man kann das, versuche ja möglichst immer wertneutral zu bleiben, möglichst, wo es mir gelingt, gelingt mir nicht immer. Aber ich bin da relativ ruhig, kann ich sagen. Naja, ich glaube, im Bereich auf der Informationsebene kann das schon, also wird, glaube ich, die KI-gesteuerte Sprache schon viel Unruhe stiften können. Und im Grunde, es geht ja dabei, mir fällt gerade ein, wo wir an diesem Punkt des Gespräches sind, Jacques Lusseron, der ja der dem französischen Widerstand der Résistance angehört hat und der die Aufgabe hatte, bei Menschen, die zur Resistance dazustoßen wollten und die sozusagen verhört wurden, ob die nicht, dass sie Verräter sind, also Nazis sind, saß er ja mit im Raum, er war blind, er saß mit im Raum und hat gehört. Und er konnte hören, ob die Menschen gelogen haben oder nicht. Ja. Und einmal war er abgelenkt gewesen und da ist es prompt, haben sie sich dann da jemanden reingeholt, der eben ein Verräter gewesen ist, ja. Und das ist sozusagen genau dieser Punkt, nicht? Also dieses mit der Sprache, auch mit dem, was wir bilden an Lauten im Kehlkopf, ja. Wir hören mit den Sprachen hinter die Worte, ja. Wir hören auch, also der ganze, also das Visuelle bleibt an der Oberfläche, bleibt es haften, ja. Also es sei denn, es ist durchsichtig, dann kann ich durchschauen, ja. Aber hören kann ich, also ich kann hören, was in meiner Nachbarwohnung sich abspielt. Ich kann den Ehestreit hören, auch wenn ich sie nicht sehe, ja. Ja. Und von daher habe ich eben gerade mit dem Ohr die Möglichkeit, eben hinter die Dinge zu hören. Und das finde ich einen ganz, ganz wesentlichen Punkt, ja. Auch gerade in unserer aktuellen Gesellschaft, die so visuell orientiert ist, auch mit den Ja. ganzen Bildern und so weiter, mit Handy und so weiter, immer das Visuelle fixiert sein, dass wir damit eben diese Fähigkeit verlieren, die für mich eben auch mit Sprache zusammenhängt, hinter die Dinge zu lauschen. Lauschen, genau. Ja, das hat ja leider Gottes auch schon wieder so einen negativen Gebrauch. Ja. Ne? Aber tatsächlich, das Lauschen gefällt mir sehr gut, weil es den Raum öffnet. Ne? Ja. Und du hast vollkommen recht, die Augen können ungemein getäuscht werden. Das hat mich früher schon äußerst fasziniert, dieser Täuschung auf die Spur zu kommen. Da gibt es diese Bilder, die einen da so verführen. Das als eine Sache wahrzunehmen, bis man dann denkt, ist denn da noch was anderes? Oder läuft die Treppe jetzt hoch oder links oder rechts? Die Augen sind täuschbar. Deshalb gibt es ja auch so schöne Redewendungen. Ja? Das bekannteste von Antoine de Saint-Exupéry. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und ja, viele Menschen, die von ihrem Sehsinn eingeschränkt vielleicht geboren werden oder später, sind nicht weniger fähig, Dinge wahrzunehmen. Und Vielleicht dieses Wort sogar höher. Wahrnehmung hat, das Wort Wahrnehmung hat für mich tatsächlich einen viel größeren Gehalt. Und Sprache ist für mich deshalb so wertvoll, weil es uns in unsere Wahrnehmung begleitet. Die Brücke in unsere Wahrnehmung. Da steckt die Wahrheit dahinter. Sehen kann uns täuschen. Hören und Lauschen öffnet uns neue Räume. Tatsächlich gibt es ja noch die anderen Sinne. Und es gibt vielleicht einen Sinn der Erfahrung, und da kommen wir dann an die Grenze von Sprache. Und deshalb sind die Bilder dann da. In den Bildern tauchen wir in das Erleben rein. Und das Erleben, in dem Erleben verschmelzen alle Sinne. Zumindest auch immer wieder die Rückmeldung von Menschen, die ich selber auch befrage, wie sie denn das Werkzeug empfinden, wahrnehmen, gebrauchen. Ja, weil es
alles anspricht, da wird Sprache für sie erlebbar. In einer bislang für sie unbekannten Weite, Tiefe, Höhe, Breite, weil da alles eingebettet ist. Die riechen, die sehen, die tasten, die fühlen, die Körperwahrnehmung ist verändert. Viele erleben sich dort komplett schmerzfrei, leicht. Es ist völlig faszinierend. Das hält sogar noch eine Zeit an, wenn sie da hinaus geleitet werden. Das heißt, sie sind mit einer Ebene von sich in einem Austausch, in einer Kommunikation, die ihnen zu einer ganz anderen Selbstwahrnehmung verhilft. Ah, so kann ich mich ja auch wahrnehmen. Und dann haben wir zwei Ebenen. Und die gilt es nicht gegeneinander auszuspielen oder es als Konkurrenten zu betrachten, sondern sie in eine gute Harmonie zu führen, wie das männliche und das weibliche Prinzip. Weil beide haben ihre Berechtigung, beide haben ihre Aufgaben und beide haben ihren Platz für Lebensentscheidungen, für Ausrichtungen, für mein bewusstes Tun in der Welt, damit ich aus dieser Reaktionsmasse rauskomme. Weil nur dann bin ich ja selbstbewusst. Das ist faszinierend. Also es ist ein regelrechter Kosmos und es schließt vielleicht auch immer wieder so die Gedanken in weise Gedanken von Menschen, die vor unserer Zeit waren, die sagen, der Kosmos ist in uns. Ja. Wir nutzen es nur nicht. Wenn wir das nutzen, brauchen wir vor, ich sag mal, äußeren Mächten, die uns vielleicht in der Tat kurzfristig Angst einjagen können, weil sie so diffus sind, weil sie sich unserer Wahrnehmung entziehen, weil wir nicht wissen, wo kann man das denn greifen, dann haben wir dem was entgegenzustellen, wenn wir jetzt so davon ausgehen, weil wir eine ganz starke innere Ausrichtung haben. Und das ist unbestechlich. Einer, der dieses Werkzeug oder diese Innenwelten für sich im alltäglichen Gebrauch als fixe Säule wahrnimmt und sagt, das ist so verlässlich, das hat mich so gestärkt in Entscheidungen, den haut so schnell nichts mehr um. Der wird immer ein Rad finden in sich. Und dieser Rad wird in der Tat auch angekoppelt sein an eine Lebensintelligenz. Das ist nämlich eine Komponente, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Dieses Feld oder diese Informationen oder wie man das auch nennen möchte, diese Wahrnehmung, stammen ja nicht von mir, sondern werden mir angereicht. Und mein Erleben ist, dass ich mich damit mit dem wissenden Feld verbinde. Wie auch immer dieses wissende Feld anderweitig noch benannt wird. Für die einen ist es Gott, für die anderen ist es das Quantenfeld, morphogenetisches Feld. Wir können da viele Wörter für verwenden. Ne? Es ist ein wissendes Feld, was durch unseren ganzen Körper fließt oder unser ganzer Körper ist in diesem Feld eingebettet. Da gibt es keine Grenze, nicht wirklich. Klar hat meine Haut eine Grenze, aber es ist ja alles durchlässig, gerade für Frequenzen. Ne? Und wenn man diese Kraft, diese Macht, diese Kraft und Macht, es ist nämlich beides, spürt, dann wird man demütig. Das ist auch ein wunderbares Wort, weil da steckt nämlich der Mut drin. Der Mut, sich zu dieser inneren Welt, die einen vor viele Rätsel stellt, manches Mal zu öffnen und den Mut auch für diese Wahrheit in der Welt einzustehen. Auch wenn man damit meint, zunächst mal vielleicht alleine zu stehen, aber man wird ganz schnell feststellen, man steht da gar nicht so lange so ganz alleine. Und dann bekommt dieser Begriff von Mut und Macht, die bekommen eine ganz andere Tiefe und tatsächlich sogar auch eine Sanftheit. Dann kommen wir nämlich zum nächsten Wort, nämlich zum Sanftmut. Da steckt die Liebe dran. Dann begegnen sich nämlich genau zwei scheinbare Gegensätze, dass Liebe die größte Macht ist. Und da haben uns ja schon ganz viele vor unserer Zeit darauf hingewiesen, dass das der Weg ist. Und das ist die Integrität, das ist auch die Integration. Ich integriere diese Teile. Ja, ich integriere in diesen Innenwelten Teile, die ich vermeintlich abgesondert habe, für die es keine Lösung bislang gab. Das Integrative wirkt durch und durch. Ja, vielleicht mal so langsam den Bogen schließen. Ich möchte gerne noch mit einem Gedanken aufhören, und zwar der Frage, durch welchen Nerv wird der Kehlkopf eigentlich innerviert, also gesteuert?
Das ist der Nervus laryngeus recurrens. Und das ist ein Nerv, das ist ein Abzweig vom Nervus vagus. Und der schlingt sich einmal ganz herznah um große Gefäße herum, also kommt vom Gehirn, schlingt sich um die großen Gefäße herum und geht dann wieder zurück zum Kehlkopf. Wow, Ja. das ist ja ein Und tolles Bild. ja. Und das ist mir immer wieder auch ein Bild dafür, ja, wir tun gut daran, wenn die Sprache, wenn das gesprochene Wort vom Herzen beseelt ist. Toll, ja, ein wunderbares Bild. Vielleicht mal so weit. Ich möchte gerne als Schlusswort die Zuhörerinnen und Zuhörer einladen, bewusst die Kraft der Sprache zu nutzen und bewusster das Hinlauschen zu nutzen als Ressource. Als Ressource in dieser ja auch sehr lauten Welt. Ja, ich kann mich dem nur anschließen und möchte auch noch mal meinerseits dazu einladen, sich selbst genussvoll zuzuhören und zuzulauschen. Und das impliziert, ich fühle, was ich spreche. Ja, herzlichen Dank.